Hallo Sportfreunde. Der Herbst hat, wie man sieht, bereits die Natur eingenommen und im Westerwald hat der ADAC eine Rallye angesagt, an der wir, das heißt das Subaru-Team, neu aus Kriegeskorte mit Erfolg teilnehmen wollen. Das Voraus-Team ist bereits mit dem Rallye-Fahrzeug unterwegs dorthin. Und ich werde magisch versuchen, mit meinem Marflurei vor Ihnen dort zu sein, um das Geschehen in Bild, Ton und Video festzuhalten. Also Freunde, begleitet mich mit diesem Vorspann in die neue Schau. Matt bescheint der Mond das Vorab-Team, oder verhalten hinter der Hand gesagt, das Reifenkommando des Subaru-Teams, während einer Pause zu einer neuen ADAC-Rallye. Nur ahnen sie noch nicht, wie nötig sie dort noch gebraucht werden. Auch Karl Schürmann von Brechtefeld ist mit seinem BMW wieder mit von der Partie. Markus sorgt dabei wie immer leidenschaftlich für eine sichere Fahrt. Zeitig im aufgehenden Tageslicht mache ich mich startklar und hole dazu mein Ersatzrad aus der Garage, um dieses Video wieder einmal mit einem Schmankerl aufzufrischen. Bald habe ich am Brunnen meines Gartens ein Startfenster gefunden und erhebe mich sogleich facettenreich mit dem mit magischen Kräften behafteten Reifen, kurz Mafurei genannt, um zum Schießplatz Daden im Westerwald zu reisen. Ja, Freunde, wie bekommt nun ein Reifen Flugfähigkeiten wie der meinige hier? Nun hört und staunt, vor einigen Jahren auf dem Weg nach Südostasien flog mein Flieger nur bis Bagdad. In meiner Not erstand ich dort auf einem rustikalen Basar einen fliegenden Teppich, der mich dann auch zu meinem damaligen Ziel der Insel Bohol brachte. Seither werden alle Dinge, die nur kleinste Flugeigenschaften aufweisen, wenn ich sie vor die Kamera platziere, von dem Teppich infiziert und bringen mich nach allen Orten, wohin ich auch will. Offenbar macht es meinem Flugreifen unterwegs so richtig Freude, mich schwindelig zu drehen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten dahin zu eilen. Oh oh, jetzt wird es auch noch hochbrisant. Hallo, Friends, alles klar? Ja, Leute, schaut nicht so ungläubig. Ihr seht, ich bin von oben über die Einflugschneise eingeflogen. Und gleich erzähle ich noch etwas dazu. Und alles, was ich so erzähle, ist wie immer wirklich wahr. Allmählich trudeln die Teilnehmer mit ihren verschiedensten rallye-tauglichen Fahrzeugen auf dem Parkplatz des Schießübungslager Daden in Rheinland-Pfalz ein. Reinhold Krüger mit seinem Abschlepplaster hat gleich zwei Fahrzeuge Huckepack, von denen er selber mit dem gelben Opel Kadett ins Rennen geht. Sag mal ja, wa?
Als erstes beginnt Holger, den kleineren, unten verstauten gelben Opel sicher über die herabgelassene Rampe zu entladen, um danach seinen Opel Manta mit in die Reihe der abgestellten Fahrzeuge zu platzieren, um dann alsbald auch sein Fahrzeug der Abnahmekommission vorzuführen. So, Reinhold, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich dir Moin sagen. Moin, Moin. Das ist alles raus. Ja. Letztes Mal konnte ich die Kopfschule dann festmachen. War schön, ja? Aber wir sind beim nächsten Mal wieder dabei. Nun gilt es, die Regularien zu befolgen, wie Abnahmen der Fahrzeuge, Vorzeigen der Brandschutzkleidung wie Helme und Sicherheitsausrüstungen und weiteres mehr. Oh, wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt, oder auch als das Spritsparpotenzial einhaltend anzusehen. Auch der Karl schiebt sich langsam voraus, aber lachenderweise mit der Motorkraft seines roten BMWs. Plötzlich liegt eine Rallye-Broschüre auf dem Kotflügel, die natürlich sofort digital festgehalten wird. Derweil die ersten Teilnehmer sich zur Fahrzeugkontrolle einreihen, fahren Uwe und Markus eine Ehrenrunde, um einen neuen Reifensatz einzufahren, und kommen prompt mit einem Defekt zurück, wofür dann das Reifenteam sogleich eingespannt wird, den Schaden, eine abgerissene Bodenblechschraube zu erneuern. Letztendlich ist dann der Wagen fertig für die Abnahme. Claudia mit Reinhold im Schnack vertieft. Ob es hierbei um hart- oder weichgekochte Eier geht, weiß ich nicht. Aber dass Reinhold dazu mit gewitztem Blick zur Kamera einen mächtigen Sauerländer Paul und einen Kanten Fleischwurst verdrückt, sehe ich und wünsche guten Appetit dazu. Markus, Olli und Manfred haben die Reparatur erledigt, worauf sich Markus nun stark macht für die Abnahme seines Lieblingsfahrzeuges, woran er so gerne werkelt, und findet sicherlicherweise, wie man sieht, die Anerkennung seiner Schwester Anna, Nathalies wie auch Martins. Nun beobachte ich, dass die Abnahme der Fahrzeuge doch ernsthaft und recht flott durchgeführt wird, da sich letztlich die Renncrew Martin und Uwe unterwerfen müssen. Aber zum Vorführen selbst zeigt sich wieder der Markus dafür besonders aus. Der Martin verwaltet dazu den Papierkram, wobei Uwe den Vorgang abseits kritisch betrachtet. Bald geht es dann nach allen Vorbereitungen, außer einer durch die Rennleitung anberaumten Streckenkontrollfahrt, gemütlich in der Kantine weiter. Hier fällt mir besonders ein Kalenderblatt von 100 Wasser auf. Hermann, sage ich mir, fotografieren. Wer weiß, was man noch alles draus machen kann. Eine Menge Zeit steht uns nun noch bis zum Start zur Verfügung, wobei hier und da noch eben guten Tag gesagt wird und mit den Konkurrenzfahrern ein steifer Faden fachgesimpelt wird. Manchmal kommt es mir vor, dass dabei wirklich die Wahrheit gesprochen wird, wie ich es auch immer tue. Zu der vom ADAC ausgewählten Strecke habe ich nachgelesen, dass die zurzeit herbstliche Friedewalder Höhe, auf der das Rennen ausgeführt wird, inmitten des militärischen Übungsgeländes Daden liegt, besser bekannt als Lager Stegskopf. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Erhebungen Stegskopf, Höllenkopf, Heimrich, Kühlfeldstein und Backofen, die allesamt über 600 Meter messen,
aber im militärischen Sperrgebiet liegen und daher außerhalb der Veranstaltung des ADAC nicht zugänglich sind. Wir schauen uns noch einmal in der Rennbroschüre mit den einzelnen Streckenkarten um und suchen uns einen günstigen Standort für die Betrachtung der schnellen Flitzer aus. Schnell findet sich ein geeigneter Platz, wo wir verweilen, und bald darauf kommen dann auch schon die ersten Fahrzeuge um die Ecke gesaust, wo dann das Subaru-Team besonders auf die Nummer 17 von Reinhold Krüger, den roten BMW von Karl Schürmann und das grüne Subaru-Gespann neu aus Kriegeskorte mit der Nummer 23 achtet. Unweit unseres auserwählten Platzes finde ich im Gebüsch einen Gedenkstein eines 1990 gestorbenen, ich nehme an, wohl verunglückten Soldaten und eine Menge herbstlicher Pilz- und Heidemotive. Mich hält es bald nicht mehr nur an einem Standort, sondern ich ziehe bald entlang der Trasse nach anderen spektakulären Aussichtspunkten und verfolge den ehrgeizigen Sport für eine ausführliche Wiedergabe von verschiedenen Orten. In einer schnellen Folge von 16 Einzelbildern ist es mir dann schließlich nach diversen hier in zwei Gruppen zusammengefügten Aufnahmen an einer besonders prekären Stelle aufgenommenen Fahrzeuge den Subaru aufzuzeichnen. Man beachte dabei den 100-Wasser aus dem Kantinenschmuck, hier als Co-Piloten. Let's go! Jetzt verfolge ich nun an verschiedenen Orten das Rennen zu verfolgen, wobei ich wohl vergessen habe, das Mikrofon zu aktivieren. Aber mal sehen, was da noch zu retten ist, denn der fliegende Reporter weiß sich sicherlich zu helfen. Oh.
Schmeckt? Immer alles auf Blätter. Alles nur ab. Die Kurvenstudien diverser Rallye-Fahrzeuge an verschiedenen Orten, teilweise halsbrecherisch festgehalten, haben wir nun erlebt. Des Weiteren verfolgen wir das Rennen nun aus Sicht der Fahrzeugkamera. Diese bereits abgefahrene Route von ca. 9 Kilometern wird in der Werteprüfung 1 zweimal durchfahren. Aber in der Kürze liegt bekanntlich die Würze. So erleben wir hier nun in diesem Eigenvideo eine drastisch gekürzte Fahrstrecke. Übergangslos steigen wir sogleich in die zweite Werteprüfung ein. Wegen der Entfernung und der überall gesperrten Wege war es mir leider unmöglich, dort Einzelaufnahmen an den Kurven aufzuzeichnen. Entgegen, dass der Fahrer und Co-Pilot Uwe und Martin in einem Extra-Video die volle Länge der Streckenprüfungen begehren, um eventuelle Fahrfehler zu erkennen, ist hier diese zweite Werteprüfung ebenfalls in Kurzform dargestellt. Rechts 4, sofort links 3.
rein. Verfolgen wir nun einmal die dritte Werteprüfung und schauen, was uns die noch bringt. Eines Besseren belehrt, dass es bei den Prüffahrten nicht um Werteprüfungen geht, nein, sondern einfach um Wertungsmessungen der Fahrzeiten, möchte ich noch an dieser Stelle berichtigen. Aber dennoch, die dritte Prüffahrt nun, eine von vieren, die alle um die 10 Kilometer messen und 80% aus Schotterwegen bestehen, welche unser Team hier im Westerwald abzufahren haben, ist wiederum eine besondere und in diesem Video natürlich auch wieder in Kurzform dargestellt. Pfeil rechts hoch. Pfeil rechts. 100 links drei, nicht innen. 50 Meter Bodenwelle. Auf rechts hoch. Sofort links fünf, bleiben. 50 Meter Grenze für links hoch. Rechts 3! Sofort! Links 3! Du bist auf dem Helge, da halten sie uns. Pass auf! Sofort links! Langsam! Ja. Man achte hier auf das blecherne Geräusch. Uwe treibt den Subaru wegen eines abgesprungenen Reifens auf drei Reifen und einer Felge weiter und hofft nach ca. 6 Kilometer dieses Manöver bis durchs Endziel voranzutreiben.
gerade noch voller Freude und Hoffnung. Und was nun? Ja, Uwe ist mit dem Wagen an den Wegesrand gefahren. Zugleich in dem Moment beobachte ich bei unserer Begleitcrew eine Unruhe. Manfred packt die Stühle ein, Claudia telefoniert und winkt mir darauf gebieterisch zu. Dann kommt sie zu mir und bringt mir die traurige Botschaft: Ende. Der Subaru hat die Flügel gestreckt. Zerknirscht, zerfleddert, am Boden zerstört. Ach ja, ihr beiden, um euch tut es mir jetzt aber furchtbar leid. Diese Misere hätte einfach nicht passieren dürfen. Nur ein Gutes hat es. Wir können sagen, es war ein Satz mit X. Keine Trophäe, keine Anerkennung, einfach nix. Und wenn ich mir das so besehe, mit einem zerrissenen Kabelbaum ist hier sicherlich kein Blumentopf zu gewinnen. Zu allem Übel noch hat man uns zu euch nicht sofort durchgelassen, bevor die Sperre der Feuerwehr aufgehoben wurde. Nun aber, fix angefasst, lasst uns den Schädling verladen, um dass wir nach Hause kommen. Zu dem ganzen Unglück kann ich nur sagen, gut, dass wir den Reinhold mit seinem LKW dabei haben. Denn mit unserem PKW hätten wir den Havaristen bestimmt nicht so schnell und sicher aus dem Graben bekommen. Auf dem Parkplatz wird noch eben umrangiert und der zerstörte Reifen zuvor gewechselt, wobei die Reifenkolonne noch einmal gefordert wird. Auch jetzt ist wieder sichtbar, dass dem Markus das Werkeln an dem desolaten Fahrzeug richtig Freude bereitet. Jetzt, fast zum Schluss, noch in die Hände gespuckt. Und dann ist der grüne Renner mit einem Ersatzrad versehen startklar für die Heimfahrt durch die Nacht. Parallel fährt mit uns noch ein weiterer, havarierter Wagen mit nach Hagen. Karl Schürmann hat seinen BMW vor einen Baum gesetzt. Aber wie ich beim Schnitt dieses Videos erfahren habe, hat er bereits einen neuen erstanden. Nun stellt sich dabei heraus, nachdem der Subaru auch wieder einsatzbereit ist, Rallye-Fahren ist eine Leidenschaft, wie auch mein Bestreben, alle Geschehnisse festzuhalten, wie auch bei dieser Rallye, sowie auch letztlich einige Momente des Subaru-Schadens. Langsam habe ich mich aus dem Gruppenbild ausgebeamt und finde mich an meinem PC wieder, um die schönen Erlebnisse mit euch in einem Video zu verewigen.